Peter Parkers alter Ego, der sensationelle Spider-Man. Die Fähigkeit, an Fassaden zu krabbeln und an Netzen zu schwingen in Kombination mit extremer Kraft und Beweglichkeit, machen Spidey zu einem der mächtigsten Superhelden in der Gegend. And it burns, burns, burns like Ring of Fire. And it burns, burns, burns like Ring of Fire. Super! Super! Unser sanfter, hochintelligenter und manchmal neurotischer Held. Ich kündige meinen normalen Job lieber doch nicht. Oh, oh, du bist so heiß wie ein Vulkan. Felicia Hardy, auch Black Cat genannt, gehört zu den wenigen Freunden, die Spideys wahre Identität kennen. Spider-Man, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Danke, Spidey. Wie auch immer, es hat funktioniert. Dr. Otto Octavius ist zum Guten bekehrt und setzt sein Wissen jetzt zum Wohle der Menschheit ein. Brock ist einer von Parkers Fotografenrivalen und gibt ihm die Schuld für seinen schlechten Ruf als Reporter. Dazu gebe man einen Alien-Symbioten und heraus kommt Venom. Kein besonders netter Kerl. Weiß er nicht, dass Verbrechen sich nicht lohnen? Der alte JJJ ist Peters Boss beim Daily Bugle. Leider ist sein größtes Ziel zu beweisen, dass Spider-Man? Ich rufe die Polizei und dann kommt der da? Spider-Man! Einer der gefährlichsten Gegner. Raus hier, Netzteil! Raus hier, Netzteil! Der alte JJJ ist einer der gefährlichsten Gegner Spideys. Es gibt nur eine Person, die Scorpion mehr hasst als Spidey. J. Jonah. Der Unfall, durch den Matt Murdock in jungen Jahren erblindete, verlieh ihm auch übernatürliche Sinne, die ihn in die Lage versetzen, das Verbrechen in den finstersten Winkeln New Yorks zu bekämpfen. Der hier macht New York sicherer. Und der hier macht es sogar noch sicherer. Rhinos dicker Polymeranzug macht ihn ungewöhnlich stark. So gut wie unverwundbar und dadurch auch extrem gefährlich. Ich zerstampfe dich! Ich zerstampfe dich! Hör auf mit dem Blödsinn! Johnny Storm, die menschliche Fackel, ein Mitglied der Fantastischen Vier und einer der besten Superheldenfreunde Spideys. Tut mir leid, dass wir dir nicht helfen können, Spidey, aber wir müssen uns um Mongman kümmern. Wenn du Hilfe brauchst, komm später zum üblichen Treffpunkt. Mit Sicherheit einer der größten Feinde Spideys. Venom hasst Spidey so sehr, dass er wirklich alles versucht, um dessen Leben zu ruinieren. Such mich doch! Such mich doch! Diese Überreste eines der kranken Experimente der Echse sind gefährlich und gemein. Vorsicht, Spidey! Die Echse.
Das Ergebnis eines missglückten Experiments. Ah, Mary Jane, Peter Parkers bezaubernde Frau. Symbioten! Diese seltsamen Monster sind so bösartig, dass klar ist, woher sie kommen. Quentin Beck, ein Meister der Illusion. Du bist kein Gegner für mich. Frank Castle bekämpft den Abschaum der Welt als Punisher mit einer Art Lynchjustiz. Wer nicht ganz so bekehrte Drahtzieher des ganzen Übels. Du wirst mich nie besiegen! Du wirst mich nie besiegen! Eine ziemlich kranke Mischung. Der symbiotische Nachfahre Venoms und die Mentalität des Massenmörders Cletus Kasady machen Carnage zum tödlichsten aller Schurken. Netter Versuch! Welche Farbe hat dein Blut? Ja! Der scheußlich groteske, superstarke Symbiot Doc Ock. Stirb! Oh. Es ist noch nicht vorbei! Ja. Einer der Rächer und ein Vorbild für alle. Captain America ist der Inbegriff eines wahren Helden.